Willkommen im SGB 1. Okay? SGB heißt Sozial, na, Gesetzbuch, ja. Soziales Gesetzbuch, ganz einfach, Sozialgesetzbuch 1 und Sozialrechte. So, schauen wir mal uns den Paragraph 1 an. Was da eigentlich drin steht und was eigentlich gemeint ist. Paragraph 1, SGB 1. Aufgaben des Sozialgesetzbuchs. Verständlich, das heißt, Aufgaben dieses Buches. Absatz 1, Satz 1. Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit Sozialleistungen einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfe gestalten. Wir sollen dazu beitragen, Komma, ab hier erstmal Stopp. Wir analysieren den Satz. Es ist natürlich sehr viel immer sozial, Gerechtigkeit, bla bla bla. Aber hier wird eigentlich Folgendes gemeint, dass dieses Buch soll die Möglichkeit bieten, in einfacher Sprache erklärt, dass soziale Gerechtigkeit, und Gerechtigkeit muss man verstehen, also ordnungsgemäß, eine ordnungsgemäße Behandlung und eine ordnungsgemäße Sicherheit von sozialen Leistungen einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen gestalten wird. Sozial ist ein so ein schönes Wort, das wir verwenden. Aber sozial heißt nicht so, wie die Leute denken, ja, du bist ja toll, du gibst mir mal einen Euro und dann gibst du mir noch mal 10 Euro und dann gebe ich dir eine Watsche und du bist trotzdem ganz nett zu mir. So funktioniert das nicht. Denn, und, es wird betont, und, erzieherische. Wir wissen, was erzieherisch bedeutet, wenn wir das Wort mal auseinandernehmen. Wie wir hier sehen können, jetzt im Hintergrund, nehmen wir das Wort auseinander und sagen einfach nur erziehen. Erziehen bedeutet, was die Eltern tun. Dass deine Eltern zum Beispiel dich erziehen. Was machen die denn? Sagen, räum dein Zimmer auf. Tja, das ist mit Erziehung gemeint. Du weißt, wenn das Amt sagt, tun sie bitte das, was wir ihnen jetzt sagen, und du sagst nein, dann kann es dann vorkommen, dass Sozialleistungen dann eingeschränkt werden oder komplett entzogen werden. Also, oh, du kriegst kein Geld mehr, du Schmarotzer, du gehorchst uns nicht. Du bist keine gute Tochter oder kein guter Sohn. So auf die Art. No? Das meint man, dass man versteht, was das bedeutet. Hilfe ist die Hilfe. Wenn ihr irgendwo sehen jemanden, der schreit jemand nach Hilfe, eine Frau schreit nach Hilfe oder eine ältere Frau oder eine jüngere Frau oder ein Mann sogar schreit um Hilfe, Hilfe, ich bin aus Versehen da in den Geist gefahren, hilf mir doch jemand. Dann steht da ein schönes Wort gestalten. Gestalten, Hilfe gestalten. Bedeutet, wir kümmern uns um deine Anliegen, Hilfe. Das machen wir, jedoch, jetzt müssen wir wieder zurück zu dem Satz gehen, erzieherisch. Ein bisschen so versteckt worden mit Absicht vom Gesetzgeber, weil ja, das eine riesengroße Geschichte ist und liebe Gesetze. Weil Gesetze sind, finde ich, wie die Bibel. Nicht wie die Bibel, sondern eher die Tora, also Judentum, wie in der Tora. Und die Tora sagt ja vielen Leuten gar nichts, ne? Also deswegen hier noch ein Link, was die Tora ist. Daher sage ich, glaube ich, Leute, die das gar keine Ahnung haben, was ist das Judentum, da auch nochmal einen Link hier eingeblendet. Und das ist für mich dann das Gesetz. Ne? Gesetze sind wirklich für mich wie die Tora, wunderschön gestaltet, wunderschön gemacht, aber man muss ja auch verstehen. Okay, also, erzieherisch sagt der Gesetzgeber, sagt sich der wunderbare Gesetzgeber, und das ist meistens die Behörde, nennt man das, oder die Agentur, machen wir gerne, aber unter einer Bedingung. Okay, jetzt kommt die Bedingung. Schauen wir uns doch mal an, was da jetzt gerade steht. So,
Ich mache mich jetzt ein bisschen klein, damit man meinen Kopf aussieht. Denn ihr habt die ersten Videos vielleicht gemerkt, ich habe keinen so großen Greenscreen, aber falls ihr mich fördern wollt, 120 Euro und ich könnte endlich mal einen größeren Greenscreen haben. Also egal, ihr seht hier, dass da jetzt die Gesetze drinstehen, dieses das soll dazu beitragen, Satz. Und ihr seht hier, dieses ein Menschen, das, wie das anfängt, okay? Jetzt mache ich ihn wieder groß. So, ihr könnt also sehen, letztendlich, was da drin steht. Und da lesen wir uns mal durch und schauen uns das Ganze mal näher an. So, der erste Satz lautet: Es soll dazu beitragen, ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere auch für junge Menschen, zu schaffen, die Familie zu schützen und zu fördern, den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte Tätigkeit zu ermöglichen und besondere Belastungen des Lebens auch durch Hilfe zur Selbsthilfe abzuwenden oder auszugleichen. Das ist also das Erste, was wir jetzt gelesen haben. Das müssen wir natürlich mal auch wieder mal analysieren. Denn die Juristensprache ist ein bisschen so wie Quark mit Pfeffer und Soße. Quirlefanz, wenn man es gar nicht versteht. Also, das allererste ist, ein menschenwürdiges Dasein zu sichern. Was ist damit gemeint? Da haben sich Professoren darüber mal gestritten. Er hat im Jahr 2010 war das, ein BGH-Urteil gemacht und da hat tatsächlich mehrere, ein Richter und mehrere Richter im Bundesgerichtshof das formuliert. Das werden wir auch mal dann hier einblenden, wenn es soweit ist, aber nicht in diesem Video, denn das sind über 100 Seiten. Das muss man sich jetzt nicht antun, okay? Sehr trocken ist es formuliert. Daher werde ich ein bisschen ausholen und euch das ein bisschen erklären. Also menschenwürdiges Dasein zu sichern. Diese Worte, dieser Satz bedeutet einfach, um es ganz runterzubrechen, verallgemeint, dass man keinen Menschen in einen Käfig einsperren kann. Wie hier, ne? Du kriegst jetzt 2 Quadratmeter zum Leben und sperren wir dich ein wie ein kleines Schweinchen und gut ist. Das ist der Mensch. Das ist ein menschliches, würdiges Dasein. Nee, ist es eben nicht. Okay? Da sagt sich der Gesetzgeber klipp und klar, ein menschenwürdiges Dasein bedeutet erstens, Punkt 1, ein Haus über, also ein Dach über dem Kopf, also eine Wohnung, in der Mietwohnung zu leben oder in einer WG. Hauptsache im Warmchen, so schön warm soll es sein und gemütlich auch. Dann eben halt mit Möbeln ausgestattet, guten Möbeln, aber auch nicht zu guten Möbeln. Also halt in der Mitte immer. Ja, es ist schön, man soll ja in der Mitte sich treffen. Und drittens dann mit Internetverbindung, heute mittlerweile mit einem ganz mobilen Handyvertrag, mit einem Festnetzanschluss und so weiter, dass halt was zum Leben dazugehört. Natürlich mit ein bisschen Geld, damit man sich vielleicht ein Bierchen mal ab und zu mal holen kann, aber nicht jeden Tag, Herr Schuster, ne, falls ihr dieses Video seht. Und deswegen auch nicht jeden Tag 100 Zigaretten, ne, sondern halt eben ein gewisses Maß haben. Und das ist halt dementsprechend, was man darunter versteht, was ein Gesetzgeber sagt, darunter versteht ein Gesetzgeber das. Gleiche Voraussetzungen, kommen wir zum zweiten Satz, gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Was heißt das jetzt, gleiche Voraussetzungen? Mit wem werden da angesprochen? Nun, das ist ganz einfach. Die Menschen, die nicht Arbeitslosengeld 1 bekommen oder nicht Sozialleistungen oder nicht Arbeitslosengeld 2, die werden ja damit bestimmt nicht gemeint sein. Richtig. Richtig. Tobias, das hast du gut gemacht. Richtig. Und zwar ist Menschen gemeint, die reich sind, Mittelstand sind oder eben normal sind. Also normal, indem sie so 2000 netto oder 1800 zum Durchschnitt verdienen, ein bisschen vielleicht mehr. Leute, die halt einen festen Job haben. Da
Und die Leute, die Ausbildung haben und eine Umschulung im Ruhr haben, da soll diese gleiche Voraussetzung möglich sein, dass sich diese Person entfalten kann, dass sie einen gewissen Lebensstandard haben kann. Das ist nicht machbar. Das ist Traum. Das ist klar hat gesagt, das ist alles Quatsch. Ab hier sind Leute, haben dann gewerkelt, die die größten Heuchler der Welt waren. Aber das waren wir wieder in einem anderen Video über die Heuchelei der Gesetze und dass die Gesetze auch gar nicht so sind. Aber das ist nicht machbar. Man kann einen Menschen, der reich geboren ist, nicht das gleiche, also nicht vergleichen mit jemandem, der arm ist. Das geht nicht. Er kann die gleichen Voraussetzungen nicht bringen. Weil der eine Million im Monat netto in den Arsch geschoben bekommt, der kriegt das, weil er halt eben reiche Eltern hat. Diese reichen Eltern wiederum haben sich das verdient. Irgendjemand hat sich das erarbeitet. Da kann man den Armen jetzt nicht sagen, jetzt geben wir alle Armen eine Million, damit er die gleichen Voraussetzungen hat. Quatsch. Was man aber ja damit meint, ist, dass man sagt, hey, du bist nicht auf der Straße. Du bist in einer Wohnung und du hast gewisse Möglichkeiten, die ein normaler Mensch hat. Ein normaler Mensch ist schon ein ganz normaler Verdiener. Wenn wir Bäcker oder bei der Norma jemanden, den Kassierer, damit so gemeint, dass du einen gewissen Standard hast, in dem du leben kannst. Und dass du eine gewisse Persönlichkeit, dass du dich entfalten kannst, dass du nicht eingesperrt bist in einem Käfig. Insbesondere auch für junge Menschen zu schaffen. Okay? Also zu schaffen, ne? Also das heißt zu schaffen, da sagt der Gesetzgeber klipp und klar, wir wollen mit dem SGB, mit diesem sozialen System, diesen Gesetzen, aber auch dem System leben, gewisse Möglichkeiten schaffen, damit derjenige nicht wie in manchen anderen Ländern irgendwo verrotten tut in einer 2 Quadratmeter Hülle oder im Loch, ne? Tiefen Loch, wo er nie wieder rauskommt, sondern einfach da die Möglichkeit hat, hey, ich habe hier die Möglichkeit vom Jobcenter oder von der Agentur für Arbeit jetzt was zu lernen und danach habe ich die Möglichkeit, einen festen, mich einzugliedern in einem Team, in einer Firma, wo ich dann in Zukunft selbstständig, wo ich nicht vom Staat, ne, Vaterstaat oder Mutterstaat einfach versorgt werden muss mehr, wo ich selbst zurechtkommen kann. So. Der dritte Satz ist, die Familie zu schützen und zu fördern. Das bezieht sich tatsächlich auf Leute, die verheiratet sind oder Leute, die nicht verheiratet sind, aber Kinder haben, also eine Familie haben. Und wenn da die Mutter zum Beispiel ihren Job verliert oder der Vater verliert seinen Job, also oder die Eltern beide, dann sagt der Staat, hey, wir haben dieses SGB I, wir sind dafür da, um in dieser Zwischenzeit, wo sie halt keinen Job haben, diese beiden, dass man die auffängt und dass man diese dadurch die Familie schützt. Auffängt heißt Schutz, zumal ohne Geld man ja nicht überleben kann. Wir brauchen ja Nahrung, Nahrung kostet Geld, Trinken kostet Geld, wenn wir Wasser trinken, Wasser muss man auch zahlen, kostet auch Geld, Strom kostet Geld, Heizung kostet Geld, all das fängt der Staat, also das SGB, Umfang dieses SGB, das umfassend genommen. Ein deutscher Sprache, eine schwere Sprache. Und von daher ist das damit gewährleistet. Und das ist die Aussage damit, die da, um es jetzt allgemein zu erkennen, die damit gemeint ist. Zu fördern, ganz klar, zu fördern ist zu schützen, ne, dass sie nicht arm sind. Ne, und zu fördern, dass die versorgt werden. Damit fördert man damit, ne? In diesem Lehrraum, wo die beiden keinen Job haben, die Eltern, dass man da die Kinder die Möglichkeit gibt, da auf diese Schule zu gehen oder sagt, hey, vielleicht hast du das Kind Talent oder hey, hier versorgen, wir geben da einen extra Zuschuss, damit das Kind überleben kann, ne? Und dass die nicht aufgeschmissen sind. Dann haben wir noch den Satz, den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte Tätigkeit zu ermöglichen. Also den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte Tätigkeit zu ermöglichen und besondere Belastung des Lebens auch durch Hilfe zur Selbsthilfe abzuwenden oder auszugleichen. Das ist ein bisschen wieder mal typisch Beamtendeutsch. Sowas von kompliziert. Was ist eigentlich damit gemeint? Nun, das ist dann gemeint und es verallgemeinern wir nach unten zu. Wir komprimieren das Ganze in die normale Sprache. Und zwar die,
die die Leistung geben, also diese fördern, das ist ja das, die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter, die den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine freiwillige Teilnahme, die tun, fördern, dass durch diesen Erwerb, durch das Geld, was man kriegt von den Behörden, den Erwerb, ich oder derjenige, der dann die Leistung bekommt, so die Möglichkeit haben, am Leben teilzuhaben, okay? An diesem Leben, an diesem Erhalt. Das ist, dieses Leben soll erhalten bleiben. Das heißt, wenn jemand gearbeitet hat, ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel, vereinfachen es vielleicht. Wenn man jetzt zum Beispiel ein gelernter Bäcker ist und man hat doch, sagen wir mal, 1600 netto verdient. Ne? Der ausgelernte Bäcker, 1600 netto und er hat 8 Jahre das gemacht. Oder auch 5 Jahre, spielt keine Rolle in dem Zusammenhang. Und jetzt wird er arbeitslos, weil Corona-Pandemie, Bäckerei musste schließen, durfte nicht verkaufen, irgendwas ist passiert, ja, was ist passiert. Bestes Beispiel, drei Bäcker hatten die Corona, also Covid-19-Infektion und sind außer Gefecht gesetzt worden, die Chefs waren nicht da. Die Chefin hat, sagen wir mal, ein grausames Beispiel, die Chefin hat dadurch riesen Schwierigkeiten gehabt, weil es einfach so eine schwere Lage war. Und lange Rede, kurzer Sinn, der, können wir das machen, Beispiel? Ja, richtig, dürfen wir das, das ist eine These. Der Mann ist gestorben und ja, alles Kuddelmuddel ging um. So. Jetzt ist derjenige, der dort gearbeitet hat, ne, nicht die Bäckerei, das ist erstmal so eine These im Umstand von dieser Bäckerei, und derjenige, der dort gearbeitet hat, das war ein Mitarbeiter, nehmen wir mal, die Bäckerei nennt sich Glückseligkeit, ne, das ist in meinem Namen erfunden, für die These um Glückseligkeit, ne, und dieser Mitarbeiter, der bei Bäckerei Glückseligkeit gearbeitet hatte, hat dadurch seinen Job verloren, weil die nicht mehr in die Bäckerei tragen konnten. Jetzt was passiert? Was sagt sich das SGB? Paragraph 1, ne? Absatz 1, dann Satz 1 und dann so weiter. Und sagen sich, ja, der Kerl, der kann ja nichts dafür. Ne? Also man muss ja irgendwo, er hat ja sein Leben gehabt und hat dann so einen Teilnehmer und er muss jetzt irgendwo jetzt diesen Erhalt wiedererlangen. Ne? Das heißt, jetzt muss es haben, man darf ihn das nicht verwehren. Und deswegen erwirbt er mit den Sozialleistungen, beziehungsweise mit den, dass die Sozialleistungen auch dieses Arbeitslosengeld 1 in Sozialleistungen, diesen Leistungen, diese Förderung, erwirbt er wieder das Leben, den Unterhalt dieses Lebens. Okay? Und durch eine freiwillige Tätigkeit zu ermöglichen, also auch die Möglichkeit, dass er die Tätigkeit, also er erwirbt das Leben, er muss sich natürlich, das kommt später, das ist ein bisschen blöd, weil das ist Zusammenhänge fehlen jetzt hier, aber das erkläre ich später, er muss sich natürlich an gewisse Vorschriften halten, ne? Also Mitwirkung, darf er nicht verwehren, ne? Weil klar, der Staat sagt, hey, du hast jetzt Geld zum Leben. Dennoch, also obgleich du das hast, solltest du mitwirken, damit du eben wieder da draußen hinausgehst, ins Arbeitsleben, in die du dir selbst wählen darfst, also diese Tätigkeit, das heißt nicht so, dass Amt sagt, das und das müssen sie tun, sonst kriegen sie kein Geld, sondern das ist frei wählen und dann darfst du dementsprechend wieder da raus in diese böse, grausame Welt und muss nicht von uns, vom Staat, versorgt werden. Genau, und ermöglichen besondere Belastungen des Lebens auch durch Hilfe zur Selbsthilfe abzuwenden oder auszugleichen. Ja, ist ein bisschen blöd. Also durch Hilfe zur Selbsthilfe des Lebens, besondere Belastung des Lebens, also ganz klar, die diese besondere Belastung gehabt, das war ein Umstand, er wurde durch diesen Umstand entlassen und man hat gesagt, nee, das geht nicht, das ist eine besondere Belastung. Das darf man nicht machen und durch diese Hilfe bekommt er auch die Möglichkeit durch Beratung, ne,
was er machen jetzt kann danach, ob er eine Umschulung machen kann und Selbsthilfe. Und abzuwenden oder auszugleichen, genau. Dass man halt eben abwendet, dass derjenige aufgeschmissen ist. Denn ohne diese Leistungen wäre die Person, naja, wie soll man sagen, die Mieter kann dann ohne die Leistungen nicht weiter zahlen und irgendwann fliegt aus der Wohnung und landet die Person einfach auf der Straße. So, jetzt haben wir Paragraph Absatz 1 durch, also Paragraph SGB 1, Absatz 1. Jetzt machen wir noch Paragraph SGB 1, Absatz 2, weil der ist wichtig, um das andere zu verstehen, und zwar SGB 1. So, jetzt gehen wir noch Paragraph 1, Absatz 2, SGB 1 durch. Und zwar, da steht, das Recht des Sozialgesetzbuchs soll auch dazu beitragen, dass die zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten Aufgaben erforderlichen sozialen Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Okay, darum habe ich gesagt, das eine hängt mit dem zweiten zusammen. Ne? Also man kann das dann mehr verstehen, wenn man das eine gelesen hat. Was heißt das im Endeffekt? Das heißt, dass das Sozialgesetzbuch was soll das Sozialgesetzbuch bewirken? Also das Buch, das SGB 1, das soll einfach bewirken, die genannten Punkte in Absatz 1, die wir vorher vorgenommen haben, zu erfüllen. Und die sozialen Dienste zu ermöglichen und die Einrichtung diese sozialen Dienste sollen rechtzeitig erfolgen und ausreichend zur Verfügung auch stehen. Also rechtzeitig erfolgen, ganz einfach, deswegen sagt man ja, du musst dich arbeitssuchend melden, du musst es gleich an dem Tag tun, wo du deine Kündigung erhalten hast. Und dann wird das damit gemeint, dass das rechtzeitig gemacht werden muss, damit man dieses Erfolgen dann, diesen Übergang, diesen sauberen Übergang. Natürlich wird das hier nicht reingeschrieben, was ich schade finde, aber das ist halt Beamtendeutsch und das wird mit Absicht gemacht. Aber gut, dann gibt es mich, der das erklärt und dann hat jeder was davon. Ich habe meinen YouTube-Kanal mehr geschmückt. Yay! Okay, also, und Einrichtung rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Ne? Ausreichend zur Verfügung stehen, ganz klar. Dass ausreichend zur Verfügung stehen, dass das halt eben vorhanden ist. Es ist ein bisschen blöd, diese Wörter auch, diese Sätze, weil ausreichend, was ist ausreichend? Oh. Hey, warum haben wir nicht 100 Kuchenstücke? Wir haben aber 200 Gäste auf einmal. Aber wir haben 100 Kuchenstücke, reicht doch nicht aus. Ja, was machen wir denn da? Ja, dann bestellen wir nochmal 100 Kuchenstücke. Das heißt, der Staat muss halt dafür sorgen, dass da genug Kuchenstücke vorhanden sind. Dann gibt es ja keine Ausreden. Dann kann der Staat selbst nicht sagen, ja, 200 Leute, 100 Kuchenstücke, Pech gehabt. Die anderen 100 müssen verrecken. Die landen dann auf der Straße. Geht nicht. Muss halt ausreichend zur Verfügung gestellt werden, diese Kuchenstücke. Ja, also das heißt, die Leistung muss da gegeben sein. Okay? Falls es so Fragen gibt, einfach reinschreiben in den Kommentar, einfach in mein Telegram. In meinem Telegram habt ihr unten einen Link. Da gibt es gewisse, da habt ihr auch den Link für dieses, für die Gruppe, um diese SGB-1-Fragen, um allgemeine Gesetze und so. Und da einfach die Fragen stellen. Bitte helft euch auch untereinander in der Gruppe. Das heißt, wenn ihr was gelernt habt und wenn ihr das so und so verstanden habt, oder wenn ihr das verstanden habt, dann nochmal so, dann hilft auch miteinander, nicht immer auf mich warten, weil ich habe auch andere Gruppen, ich bin nicht immer jetzt 24 Stunden online, ich bin kein Roboter, ne? Es ist nur only human. Human mit Ambitionen und Idealismus. Und ein kleines Arsch dazu. Muss jetzt sein, ich liebe es.